wir bewegen uns jetzt langsam unserer Hauptattraktion hinzu. Ja, der Weg wird ein bisschen schmaler und gleich wird er auch enden. Und wir werden sehen, was ich euch zu zeigen habe. Es ist die Blaue Kuppe. Ja, die Blaue Kuppe, ja, hier in den Kessel sollte man nicht reingehen. Es wurde hier früher mal, ja, Bergbau in der Art betrieben. Man hat hier Tuffgestein abgebaut. Und ja, deswegen ist das alles hier ein bisschen porös und die ganze Geschichte. Und es besteht halt die Gefahr, dass einem irgendwo ein Stein auf den Kopf fallen könnte. Leider musste man das Ganze hier jetzt auch richtig absperren und eine größere Absperrung bauen, weil leider immer noch wieder Idioten glaubten, sie müssen einfach hier da drinnen rumlaufen. Teilweise wurde sogar im Sommer hier gezeltet und gecampt, wo ich dann sagen muss, was habt ihr an dem Wort Absperrung nicht verstanden? Was die Blaue Kuppe ist, das werde ich euch gleich noch in Ruhe erklären. Dies ist nun der Blick in den Südkessel der Blauen Kuppe. Wir haben insgesamt drei Kessel, die halt aus den Zeiten des Bergbaus noch stammen. Sowohl der nördliche als auch der südliche Kessel sind nicht begehbar. Ich bin mir nicht sicher, ob der dritte Kessel noch teilbegehbar ist. Er war es zumindest vor einigen Jahren noch. Das werden wir gleich noch in Ruhe sehen. Ja, und dann werde ich euch auch mal erklären, was wir hier konkreterweise zu sehen bekommen. Ja, und das ist nun der dritte Kessel, mittlerweile leider auch abgesperrt, so dass man eigentlich um die eigentliche Blaue Kuppe nur noch drumherum gehen kann, was eigentlich schade ist. Hier hinten, da konnte man zumindest noch bis an diesen größeren Stein teilweise rangehen. Ich kann es natürlich verstehen, dass das abgesperrt worden ist, weil hier auch recht seltene Blumen teilweise blühen, Orchideen und so weiter. Die möchte man natürlich ja schützen und erhalten. Hier noch mal ein bisschen größerer Blick in den dritten Kessel hinein, den ich jetzt hier von der Stelle ein bisschen oberhalb an der Seite des Weges mache. Ja, was haben wir hier eigentlich zu sehen? Ja, es wurde sich lange darüber gestritten, ob es sich hier um irgendwelche Ablagerungen eines alten Meeres handelt oder wie die Vulkanologen sagen, ja, ein erloschener Vulkan. Tja, wie lässt sich die Frage nun am besten beantworten? Wer hier das Wort Rundweg wahrnehmen will, man kann hier mit etwa einem guten Kilometer um die Blaue Kuppe herumgehen. Ja, er sollte gut unterwegs sein, weil wenn man diese Passage alleine schon sieht, steil, bergabgehend und sehr schmal, für jemanden, der schlecht zu Fuß ist, nicht wirklich zu begehen. Ich zeige euch gleich noch eine andere Passage, die auch nicht wirklich besser ist, wo ich mir wünschen würde, dass man zumindest zur Außenseite her so eine Art kleines Geländer anbringen würde, dass man da besser passieren kann, um zumindest die Kessel von einer Seite aus sehen zu können. Ja, sehr zu sehen ist hier, kann man leider nicht mehr viel. Früher hatte man hier einen schönen Blick auf das Wehretal, so Richtung Langenhain, Reichensachsen und so weiter. Auch noch ein bisschen ein Teil des angrenzenden Meißnergebirges. Ja, das ist mittlerweile hier alles ein bisschen zugewachsen. Was ich auch schade finde, ist, hier waren früher auch mal ein paar Bänke. Die sind irgendwie auch mittlerweile verschütt gegangen. Für ein touristisch erschlossenes Gebiet nicht wirklich toll. Aber ich sage mal, so einen Weg von einem Kilometer sollte man normalerweise auch so schaffen können. Also das ist, nämlich will ich jetzt mal nicht so ganz so tragisch nennen. Das ist jetzt die zweite Passage, die ich meine, wo ich mich leider nur seitwärts vorwärts traue und am Ende auch noch ein unerfreulicher Punkt kommt, wo ich hoffe, dass ich drunter rüberkomme, ohne dass ich mir irgendwo einen Haxen anknackse. Nur um die Passage nochmal aus der Gegenrichtung zu zeigen. Ja, ich sag mal so, für die meisten wahrscheinlich kein Problem. Für mich als Bewegungslegastheniker und jemanden, der sehr auf die Statik mit den Füßen beschäftigt ist, problematischer Stelle. Wie gesagt, es wäre schön, wenn da zumindest ein kleines Geländer da an der Ecke wäre, damit auch Leute, die nicht so gut gehen können, besser gehen können. Ja, und wir gehen jetzt erstmal wieder Richtung Wanderparkplatz und da erkläre ich euch, wie es genau zur Entstehung der Blauen Kuppe kam. Wollen wir doch mal darüber sprechen, wie es überhaupt zur Blauen Kuppe gekommen ist. Ich hatte euch ja zwei Varianten vorgestellt. Ja, und letzten Endes, als die korrekte, hat sich herausgestellt, dass hier
zwei Magmasäulen eigentlich an die Oberfläche wollten und dann unter der Erde stecken geblieben und erkaltet sind. Dabei ist dann das Sandstein, was hier unten drunter war, natürlich stark erhitzt worden und hat eine ziemliche Verfärbung angenommen, wodurch das so interessant geworden ist. Und natürlich auch das Tuffgestein, was sich gebildet hat, das war natürlich auch sehr begehrt, weswegen hier auch Oberflächenbergbau, Steinbruchbetrieb gelaufen ist. Genaueres herausgekommen ist eigentlich in der Zeit von Alexander von Humboldt, der hier auch mal vor Ort war und über die Blaue Kuppe unter anderem auch im Magazin Kosmos berichtet hat und dort halt seine Thesen vorgestellt hat. Und spätere Untersuchungen haben das Ganze natürlich auch bestätigt. Ja, fast könnten wir hier heute eigentlich nicht mehr viel bewundern, weil dieses Tuffgestein war sehr beliebt gewesen und selbst in den 1917er Jahren wollte man eigentlich hier noch Material für den Straßenbau rausgewinnen. Zum Glück haben sich diejenigen durchgesetzt, die hier ein Naturschutzgebiet rausgemacht haben, wodurch wir das Ganze jetzt heute noch so bewundern können. Wie gesagt, hier gibt es auch einiges an seltenen Pflanzen, die meistens so im Sommer, Spätsommer blühen, einiges an Orchideen und so weiter. Wo ich euch auch bitte, lasst sie bitte da, sie sind so selten, dass es schöner ist, wenn sie in der Natur sind. Außerdem stehen genauso unter Naturschutz. Wir befinden uns hier halt in einem Naturschutzgebiet. Aber ich kann euch doch empfehlen, guckt doch mal hier vorbei. Also ich sag mal so, wir sind hier von der Ortsmitte Eschwege so gut 3, 3,5 Kilometer entfernt. Für mich liegt die Blaue Kuppe an einer alten Joggingstrecke, weil hier in der Nähe geht dann in Richtung Oberdünzelbach die alte Mühlhäuserstraße. Das heißt, ich bin früher viel hier hinten durch die Felder hier hochgejoggt und dann die Mühlhäuserstraße in Richtung Oberdünzelbach, unten bei Aue durch die Werra-Aue dann am Leuchtbergen zurückgelaufen. Das war eine Strecke, die so gut 12, 13, 14, 15 Kilometer, je nachdem, welchen Abzweig ich genommen habe, hatte. Also ist ein wunderbares Gebiet. Man kann hier super wandern. Hier geht auch der Wanderweg P1 vorbei, rund um Eschwege. Der kommt so etwa von mir Sichtweite, so 200 Meter im Tal, nach oben und kommt direkt hier oben an der Blauen Kuppe vorbei. Also es lohnt sich wirklich hier mal vorbeizuschauen, sich das Ganze selber mal anzuschauen und ein bisschen Natur zu genießen. Ja, das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Den nächsten Beitrag wird wahrscheinlich von mir aus Hamburg kommen.